So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Blitzkrieg. Ich habe jetzt bis hierhin weitergespielt. Es ist nicht viel anders abgelaufen. Nur wir haben einen Puma verloren und der Brite wollte uns bomben, aber unsere Jagdmaschinen Me-109 konnten die abschießen. Und jetzt müssen wir ja wieder die Verteidigung herrichten. Und uns entsprechend vorbereiten. Jawohl. Wir sind eingegraben. Geschütze feuerbereit. Hier. Dreht mal die Geschütze. Die Batterien Granatwerfer, die wir feuerbereit. erbeutet haben, können wir Bereit. mitnehmen. Da kommen sie Bestätigt. schon. Jawohl. Kann losgehen. Da sind sie. Artilleriestellung bereit. Kampfbereit. Anschub für den Schock. Genau zwischen die Augen. Bereit. Wir sind eingegraben. Bereit für den Vorstoß. In Position. Links. Infanterie bereit. Hier. Los, los, los! Um den Feind in diesem Gebiet einzukesseln, müssen sie jetzt die Stadt im Nordosten besetzen. Verstärkung trifft ein. Guck mal einer an. So. Bereit für den Vorstoß. Warte auf Befehle. Melde mich zur Stelle. Schon auf dem Weg. Bereit. 8-8 Flaks. Bereit. Die kann man gebrauchen. Sofort. Bereit. So, das ist unsere Artillerie. Befehle. Sofort. Befehle. Aha. Hier. Aha. Bereit. Hier. Los, los, los. Bereit. Befehle? Alles klar. Befehle? Was macht ihr da? Einer dahin. Hier. Einer dahin. Und einer stellt sich dahin. So. Wo kommt der denn jetzt her? Boom. Melde mich zur Stelle. Wir sind Bereit. Unterwegs. Befehle? Aha. LKW hier. Erstatte Bericht. Ihre Befehle? Gut. Bereit. Hier. Auf nach Hause. Bereit. Kümmer mich drum. Hier. Ich bin verwundet. Wie wär's mit einer Zigarette? Bestätigt. Batterie feuerbereit. Geht mal hier weg. Bestätigt. Der Gegner ballert da rein, dann. Melde mich zur Stelle. Bestätigt. Infanterie bestätigt. Die Pack besetzen wir mal. Kommandant? Jawohl. Batterie hier. Melde mich zur Stelle. Batterie hier. Geben Sie uns ein Ziel. Hängt die mal an. Melde mich zur Stelle. Die Packs. Bereit für den Kampf. Artilleriebesatzung hier. Schon unterwegs. Artilleriestellung bereit. In Ordnung. Dahin drehen. Kann hier nicht graben. Ja, du kannst dich nicht eingraben. Ist okay, du bist ja eh in der Senke. So. Panzer hier. Die Panzer 4 dahin. Panzer hier. Und die Panzer 3 dahin. Ja. Melde mich zur Stelle. Die sind vollgeladen mit Infanterie, die fahren mal hinterher. Ich bin verwundet. Infanterie bereit. Jawohl, Herr Kommandant. Wir nehmen alles mit, was wir brauchen. Artilleriestellung bereit. Hier. Wir haben sie. Sofort. So, ihr habt die kleinen vier, zwei Pfünderpacks da hinten dran hängen. Erstatte Bericht. Jawohl, Kommandant. Bereit. Fahrt mal da weg. Hier. Schon auf dem Melde Weg. Mich zur Stelle. Kann losgehen. Verschanzt und bereit. LKW einsatzbereit.
Keine Minen legen, ihr sollt Graben ziehen. Befehle? LKW hier. Fliegeralarm, was kommt? Ein Aufklärungsflugzeug. So. Die Panzer. Warte auf Befehle. Greifen jetzt die Stadt im Nordosten an und kriegen Luftunterstützung von einem Bomberverband. Geben Sie uns ein Ziel. Batterie hier. Die gucken weiter hier, dass sie sich da verstecken. Wo kommen die Bomber? Da. Bereit für den Vorstoß. Bestätigt. Kampfbereit. Warte auf Befehle. Für den Sieg. So, Angriff. LKW hier. Befehle? Hier. Wird gemacht. Warte auf Befehle. Das sieht mir aus seiner Verteidigung aus, wenn er schon Draht liegt. Oh ja. Zurück, 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 zurück. Guck mal, da stand ein Bischof. Ja, Kommandant. Wir werden sieben kampfbereit. Jawohl. Teil die scheiß Mathilde ab. Ihr kommt mit so einer kleinen Kanone kaum da durch. So, jetzt. Sobald die Stadt eingenommen wird, wird der Feind sich versuchen zurückzuholen. Bringen Sie Ihre Truppen in Abwehrstellung und vernichten Sie den Gegner. Alles klar. Warte auf Befehle. Infanterie bereit. Kann ich nicht, Kommandant. Ja, Kommandant. Warte auf Befehle. Okay, der will jetzt hier angreifen, oder was? Die Stadt zurückerobern. Ja, Kommandant. Truppen in den Norden. Los, los, los. Ja. Batterie hier. Bereit zum Einsatz. Graben. Hier. Besteht. Jawohl. Wo ist unsere Artillerie? Die kann sich doch mal dahin drehen auf die Straße und dann die Straße unter Beschuss nehmen. Alles klar. Erstatte Bericht. Feuerwehr nicht schlecht. Wird gemacht. Erstatte Bericht. Warte auf Befehle. Ihre Befehle? Nimmt mal dieses Maschinengewehr hier. Mache ich. So. Wir werden das nicht schaffen. Bereit für den Vorstoß. LKW hier. Mache ich. Panzer hier. Bereit für den Vorstoß. Ich frage mich, wie viel da wirklich kommen wird. Da kommen die Panzer. Ihre Befehle? Jawohl, Kommandant. Erstatte Bericht. Geht da mal weg. Lass die Panzer mal rankommen. Bereit für den Vorstoß. Wir können uns hier nicht verschanzen. Bereit für den Vorstoß. Bereit für den Vorstoß. Bestellt. Warte auf Befehle. Hier. Wir sind eingegraben. Batterie hier. Kann hier nicht graben. Klar und deutlich. Aufhören zu feuern, bitte. Stellung fertig. Erstatte Bericht. Wir werden Sie. Ja, Artilleriebeschuss, ich weiß. Ihre Befehle? Kommt noch Infanterie. Jetzt schießt er hier hin, oder was? Ja, Kommandant. Wo du bist. Vorwärts! Hier. Wir sind eingegraben. Wir können höchstens mit den Panzern hier mal dieses scheiß Feldlager da angreifen. Und den Gegner ein bisschen ablenken. Vielleicht schießt er ja dann dahin. Bereit für den Vorstoß. Panzer hier! Bestätigt! Jawohl!
anstatt hier oben reinzurotzen. Ja, Kommandant. Kampfbereit. Ja, Kommandant. Guck mal, steht ein Jeep. Ziel zerstört. Fliegeralarm, es kommen Jagdmaschinen, oder? Ne, ein Aufklärer, okay. Ihre Befehle? Wird gemacht. Ihre Befehle? Na, was steht da alles? Aha, guck mal hier. Schwere Artillerie. Leider nur das Dorf getroffen, nicht die Geschützstellung. Die greifen wir so nochmal an. Ihre Befehle? Jawohl, Kommandant. Mach den das Ding zur Hölle! Voll auf die 12. Warte auf Befehle! So, das war's auch schon. Mehr mussten wir gar nicht machen. Nur die Briten einkesseln. Mal gucken, was jetzt passiert. Das Ärmelband Afrika wird Mitgliedern des Militärs verliehen, die für mindestens 6 Monate in Nordafrika dienten oder während ihres Einsatzes verwundet wurden. Vielen Dank dafür. Das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz wird für außerordentliche Tapferkeit im Kampf gegen den Feind verliehen. Der Soldat muss allerdings bereits Träger des Kriegsverdienstkreuzes erster Klasse sein. Das Ritterkreuz, okay. Nächstes Kapitel. Goodbye Africa. Oh. Da ist der Teamspeak abgeschmiert. Operation Barbarossa. Der Einmarsch in Russland. Mitte 1941 war Deutschland in fast ganz Europa einmarschiert und hatte die Kontrolle an sich gerissen. Die Sowjets realisierten, dass ein Krieg mit den Deutschen unvermeidbar wurde und begannen, sich vorzubereiten. Die Vorbereitungen basierten auf der Überlegung, dass die Deutschen es nicht riskieren würden, eine weitere Front zu eröffnen, bevor sie nicht mit den Engländern fertig wären, gegen die sie bereits in Nordafrika und im Atlantik kämpften. Man rechnete also mit einem Angriff frühestens im Frühjahr 1942. Zu Beginn des Krieges verfügten die Achsenmächte über 10 Millionen Männer, 90.000 Artilleriegeschütze, 7.000 Panzer und mobile Artillerieeinheiten sowie fast 14.000 Flugzeuge. Die Sowjets hatten 5,4 Millionen Soldaten, 67.000 Geschütze Artillerie, 23.000 Panzer und über 8.000 Flugzeuge, von denen allerdings nur die meisten nicht einsatzbereit waren und für die erst 1942 Nachschub geliefert werden sollten. Das deutsche Oberkommando sammelte eine gewaltige Streitmacht aus 5,5 Millionen Mann, 47.000 Artilleriegeschützen, 4.300 Panzern und 5.000 Flugzeugen, um die Sowjetunion anzugreifen. Die Operation Barbarossa sah vor, diese Armee in 3 Gruppen aufzuteilen. Die Nordgruppe war für das Baltikum zuständig und sollte dann weiter Richtung Leningrad marschieren. Die Zentralgruppe hatte die Aufgabe, Weißrussland anzugreifen und weiter nach Moskau zu ziehen, während die Südgruppe Kiew erobern sollte, um dann die Flanke der Zentralgruppe zu decken. Ihr Hauptziel war es, die Russen so schnell wie möglich an der Grenze zu zerstören, um diese Truppen nicht den Rückzug und die Vereinigung mit Nachschubtrupps zu ermöglichen. Zum Zeitpunkt des Angriffs konnten die Sowjets 2,7 Millionen Soldaten, 37.000 Artilleriegeschütze, 17.000 Panzer und 5.000 Flugzeuge zu ihrer Verteidigung einsetzen. Die deutsche Nordgruppe marschierte schnell vorwärts, schaffte es, die Nordwestfront zu durchbrechen und teilte die russischen Truppen so in mehrere isolierte Divisionen auf, was den deutschen Panzern das Vorrücken ermöglichte. Verzweifelte Gegenschläge verlangsamten den deutschen Vormarsch, als sich die Hauptarmee der Russen zum Fluss Dnjewa zurückzog. Dann schafften es die Deutschen, die Russen zu überwältigen, besetzten zunächst Tallinn und zogen von hier weiter Richtung Leningrad. Auf der Straße nach Leningrad, ungefähr bei Solski, konnten die Sowjettruppen einen Gegenschlag auf die Flanke der mobilen Truppen führen, die sich zu weit von der Hauptarmee entfernt hatten. Die Deutschen, von unerwarteten Verlusten und Widerstand aufgehalten, konnten Leningrad nicht mehr im Handstreich nehmen und mussten erst auf Verstärkung warten, bevor sie den Kampf ernsthaft wieder aufnehmen konnten. Und genau dahin gehen wir jetzt auch. Und wir nehmen mit, neues Upgrade verfügbar. Ja, 38T ist okay. So. Operation Barbarossa. Wir sind jetzt bei Heeresgruppe Nord eingesetzt. Wir können uns jetzt hier K39 150 mm schwere Artillerie, Kanonen 15 cm oder ein Sturmgeschütz
Hier würden wir eine 20mm Flak bekommen. Und hier eine Pak 36, 76mm, also eine Ratschbumm, eine russische. Pak brauche ich aber nicht. Ich hätte lieber gerne wieder ein Upgrade für die Artillerie, diese 15cm. Die Mission wird als schwer eingestuft. Großes Dorf räumen. Räumen Sie das große Dorf. Seien Sie aber wachsam, unsere Spione berichten von einer stationierten Panzertruppe. Eliminieren Sie die Truppen, welche die Brücke bewachen. Rücken Sie auf die andere Seite des Flusses vor. Wir erwarten keine feindliche Verstärkung. Nehmen Sie die kleine Siedlung ein. Das temporäre Lager muss unbedingt besetzt werden, ist aber wohl auch nur mittelmäßig bewacht. Nehmen Sie das feindliche Lagerhaus ein, neutralisieren Sie die Geschützstellung und räumen Sie die feindliche Infanterie aus allen Gebäuden. Connected. Aha, der ist auch wieder da. Willkommen in Russland. Melde mich zur Stelle. Alles klar. Unterwegs. Batterie hier. So. Wie? Verstanden. Bereit. Befehle? Erstatte Bericht. Mache ich. Batterie bereit. Genau, ihr dreht mal die Geschütze. Erstatte Bericht. Oh, was ist das denn hier? Oh, geh da weg. Da ist ein schwerer Bunker. Gut. Batterie bereit. Batterie bereit. Den müssen wir vorher mit Artilleriebeschuss wegmachen. Fliegeralarm. Russischer Aufklärer. Infanterie bereit. Befehl bestätigt. Befehl bestätigt. Das war der Bunker. Der ist zerbrochen. Artilleriebesatzung hier. Gut. Befehl bestätigt. Da kommt ein russischer LKW. Den machen wir mal weg hier. Mach ich. Stabsfeldwebel Meier, der kann den mal abknallen. Kein Problem. Bereit. Bereit. Befehl bestätigt. Da kommen Russen. Los, los, los! Ihre Befehle? Ihre Befehle? Wir sind dabei. Die Flak kümmert sich gleich drum, um den Flieger. So, zack, abgeschossen. Befehl bestätigt. Kann losgehen. Ihre Befehle? Bestätigt. Guck mal, was da steht. Russische Pack. Alles bereit. Bestätigt. Ihre Befehle? Ne, die mannt ihr nicht wieder. Toller Schuss. Infanterie erledigt. Sandy! Ihre Befehle? Wir sind dabei. Panzer hier. Befehl bestätigt. Batterie bereit. Oh fuck. Das ist große Pack. Heilige Scheiße, was ist das jetzt? Das ist Katyusha. Da kommt ein T-34 angerollt. Scheiße, Alter. Heilige Scheiße. Batterie hier. In Ordnung. Batterie bereit. Da ist noch so ein dicker Bunker. In Ordnung. Panzer hier. Alles bereit. Bestätigt. Artilleriestellung bereit. Feuert mal dahin. Bereit. Das hat mich jetzt echt überrascht. Noch ein Granatwerfer, noch mehr Häuser. Erstatte Bericht. Ah!
Ihre Befehle? Wird gemacht. Infanterie bereit. Scheiße, jetzt kommt wieder Katjuscha hier rein. Ah! Boah. Geht mal in Deckung, Jungs. Ich brauch Stukas jetzt, das geht so nicht weiter. Heilige Scheiße, von wegen, die Mission ist einfach, fahr da mal rein. Da ist noch Russenpack. Da auch. Da sind Calliope-Raketenwerfer von Amerikanern. Ich bin mir sicher, das ist ein Bug. Da dürften eigentlich keine stehen. Das müssten Katjuschas sein. Die Russenpack hier wegmachen. Genau. So. So. Wir sind dabei. Wie lauten die Befehle? Alles klar. Los, los, los. Infanterie erledigt. Nachladen. Boah, ist ja alles voll, alles. Zum Thema, die Russen sind überrascht. Wie lauten die Befehle? Was ist das jetzt? Jagdmaschinen von den Russen. Stadt haben wir, die greifen wir jetzt auch an. Wird gemacht. Hier. Wo werden wir gebraucht? Bereit. Befehl bestätigt. Ihre Befehle? Panzer hier. Auf in den Krieg. Wie laufen die Befehle? Großen Panzer, da kommt die 26 in die Flanke, abschießen. Dem geht die Muni aus. Knall den noch ab. Das Flak, weg damit. Da ist ein Granatwerfer, der muss auch weg. Kein Problem. Sie zerbrechen uns noch die Optik. Wird gemacht. Infanterie erledigt. Toller Schuss. Mache ich. Ja, Kommandant. Hier. Sofort. Ihre Befehle? Wie es hier aussieht. Ja, Kommandant. Wir werden siegen. Batterie hier. Sie machen Scherze, oder? Nein, ich mach keine Scherze. Heb das scheiß Ding hoch und dreh's. Bereit. Kampfbereit. Schon dabei. Panzer hier. Artilleriebesatzung hier. Ach, der kann sich nicht drehen. Ja, komm, dann bewegen wir die Geschütze woanders hin. Hier. Wir sind unterwegs. Koppel mal die 88 an. Ja. Kommandant? Ja, wo will der denn hin? Bereit für den Vorstoß. Bestätigt. Kampfbereit. Bereit für den Vorstoß. Stopp, 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 stopp. Hier ja, geblieben. Kommandant? Schon dabei. Bereit für sehr den schön. Vorstoß. Jawohl. Jawohl, Kommandant. Erwarte Ihre Befehle. Der hat nicht mehr viel Munition hier, Meier. Bereit für den Kampf. Jawohl. Bestätigt. Jawohl. Melde mich zur Stelle.
Sofort. Vielleicht brauchen wir doch die kleine Flak. Melde mich zur Stelle. Aber da muss ich halt ein Artilleriegeschütz opfern. Alles klar. Ja. Bin noch unentschlossen. Hier. Bereit für den Kampf. Jawohl. Verstanden. Hier. Das Oberkommando soll uns Munition schicken. Das geht Panzer nicht. Panzer hier. Bereit für den Kampf. Bereit. Bestätigt. Bereit. Melde mich zur Stelle. LKW hier. Kann losgehen. Befehle? Wir sind unterwegs. Melde mich zur Stelle. Artilleriestellung bereit. Bestätigt. Ja. Hatte ich nicht einen Offizier hier? Ihre Befehle? Doch. Hier. Ein Opel, der kann ihn mal abholen. Klar. Bereit. Bereit. Bestätige. Bereit. Infanterie bereit. Sofort. Befehle? Hier. Unterwegs. Geben Sie uns ein Ziel. Ich bin verwundet. Melde mich zur Stelle. Sofort. Melde mich zur Stelle. Wir sind unterwegs. Hier. Alles klar. Ohne mich können Sie wohl nicht leben. Nee, ohne dich bereit. Nicht. Komm mal an hier. Du hast auch ein gutes Fernglas. Guck da mal Befehl hin. Bestätigt. Siehst nix, ne? Gut. Bestätige. Da steht jemand. Artilleriebesatzung hier. In Ordnung. Verstanden. Klar und deutlich. Aufklärungsflugzeug. Das Oberkommando soll uns bereit. Position schicken. Bestätigt. Ihre Befehle? Erstatte Bericht. Ja. Kommandeur? Bereit. Ihre Befehle? Hier. Jawohl, Kommandant. Befehle? Batterie bereit. Verstanden. Panzer. Verstanden. Bereit für den Kampf. Zwischen die Augen. Artilleriebesatzung hier. Schon unterwegs. Panzer hier. Das hat gut geklappt. Erstatte Bericht. Gut. Hier kommen jetzt zwar keine Panzer rüber, weil das Wrack davor liegt, aber das hier. Verschwindet gleich. Kommandant, Artilleriebesatzung hier. Das Oberkommando soll uns. Da steht noch ein Bunker. Weg damit. Bereit. Bestätige. Artilleriebesatzung hier. Jawohl. Oh, was ist das denn? BT-5-Panzer? Artilleriefeuer frei. Sehr schön. Wir sind dabei. Melde mich zur Stelle. Mache ich. Batterie hier. Batterie hier. Klar und deutlich. Was ist das denn? BA-10 Panzerwagen. Jawohl. Gut, wir haben hier Panzerbüchsen dabei. Jawohl, Kommandant. Artilleriebesatzung hier. Den Turm auch wegmachen. Und noch einer.
Oh, das war's schon. Das ging zügig. Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes wird an Wehrmachtspersonal verliehen, das Taten vollbrachte, welche diejenigen in den Schatten stellten, für die sie das Eiserne Kreuz der ersten Klasse verliehen bekamen. Ich habe das Ritterkreuz bekommen. Okay, ich blicke hier nicht mehr durch bei den ganzen Orden. Wir kriegen ein Sturmgeschütz 3D. Connection lost. Da ist jetzt der TS wieder ab. TS an, aus. So. Gib mir mal bitte das hier. Alle verfügbaren Boni. Ja, ich will aber das Artilleriegeschütz. Kriege ich das nicht? Na gut. Dann machen wir das hier. Missionsbeschreibung. Bisher war unsere Offensive erfolgreich. Allerdings schaffen die Russen Verstärkungen aus dem Landesinneren heran, um eine neue Verteidigungslinie aufzubauen. Der Nachrichtendienst berichtet, dass es immer noch viele Schwachpunkte in dieser Linie gibt, besonders in der Nähe von Daugavpils. Von Daugavpils, keine Ahnung. Hindern Sie den Gegner daran, eine starke Verteidigung aufzubauen. Finden Sie die Schwachpunkte und brechen Sie durch die feindliche Front. Sie würden dadurch den Erfolg zukünftiger Operationen sichern. Versuchen Sie, die Brücken über den Fluss intakt zu lassen. Da wir die Luftweite haben, können Sie auf massive Luftunterstützung bauen. Also, Ziel. Die Verteidiger im Nordosten ausschalten. Das Hauptziel dieser Mission besteht darin, die feindliche Verteidigungslinie hinter der westlichen Brücke zu zerstören und die Lagerhäuser in der Siedlung im Nordwesten einzunehmen. Da die Verteidigung bei der Westbrücke zu stark sein scheint, sollten Sie die Brücke nicht überqueren. Rücken Sie stattdessen mit Ihren Truppen nach Nordosten vor, um die Verteidiger dort überraschend anzugreifen. Sichern Sie das Lagerhaus in der Siedlung. Sie müssen die Brücke überqueren und das Gebiet und das Lagerhaus in der Siedlung im Nordwesten sichern. Bevor Ihre Truppen über die Brücke überqueren, rufen Sie ein Aufklärungsflugzeug, um feindliche versteckte Feindartillerie im Zentrum des Gebiets nahe den Sümpfen aufzuspüren. Hier. Denn diese Geschütze könnten die Brücke zerstören. Verteidigung der Westbrücke zerschlagen. Wenn Ihre Truppen die Siedlung eingenommen haben, können Sie die Verteidiger an der Westbrücke von hinten angreifen. Dann wollen wir das doch mal schnell tun. Ah, da ist der jetzt wieder. So. Also. Wir wissen es jetzt. Was zu tun ist. Diese Brücke nicht überqueren. Hier hat der Gegner Verteidigung aufgebaut. Sondern hier rumfahren, hier angreifen. Durch diesen Wald, hier entlang. Wenn ich schon die Depots sehe, weiß ich schon, hier ist Verteidigung. Hier erobern. Dann mit Artillerie. Die kriegen wir bestimmt noch. Wir haben hier nämlich keine. Irgendwo in den Sümpfen sollen hier Geschütze stehen und dann diese Stadt erobern. Was kommt da jetzt? Ein Aufklärungsflugzeug, das soll mich mal nicht interessieren. Ihre Befehle wird gemacht. Das sind nicht meine Panzer. Der nicht und der nicht. Die nehmen wir mal mit. Wir haben sogar einen Sunny-LKW bekommen. Hier! Los, los, los! Und einen Sniper haben wir ja auch. Aber der Puma kann mal vorfahren und gucken, was da ist. Sofort. Infanterie im Haus. Ja, Kommandant. Alles da. Ja, Kommandant. Hier. Kampfbereit. Panzer hier. Bereit für den Vorstoß. Wir werden von massiver Artillerie beschossen hier. Aua, aua, aua. Okay, hier ist die Artillerie. Vom Russen. Autsch. Jawohl. Jawohl. Sind unterwegs. Alles bereit. Bereit für den Kampf. Panzer hier. Kein Problem. Bereit für den Kampf. Die beiden graben sich ein. Nur für den Fall, dass der Russe wieder mal auf die Idee kommt, was über die Brücke zu schicken. Während ich hier unten beschäftigt bin. Wollen wir mal hier angreifen. Gucken, was da so ist. Hm.
Panzer hier. Ihre Befehle? Wird gemacht. Ja. Verstanden. Bereit für den Vorstoß. Sind unterwegs. Hier. Erstatte Bericht. Kümmere mich drum. Hier. Das Granatwerfer. Weg damit, weg damit, weg damit. Bestätigt. Mach den Granatwerfer weg. Wir sind dabei. Ziel zerstört. Die Russenartillerie ballert hier wieder rein. Rückzug. Die muss erst weggemacht werden. Die Sturzkampfbomber müssen da mal hin. Ich weiß nicht, was der Russe an Flak hat und so, aber die müssen angreifen. Das funktioniert sonst anders nicht. Guck mal, was hier steht. Und Flak hat er da auch. Scheiße. Die Flak ist abgeschossen. So, die Artillerie ist weg. Die geht uns nicht mehr auf den Piss. KW-1 steht hier. Oh. Na gut, dann können wir hier weiter angreifen. Kommandant? Bereit für den Kampf. Die Panzer nehmen wir mit. Die Infanterie fährt mal hinterher. Die kann ausladen, sobald wir so. Ach du Scheiß, was hat denn hier alles liegen? Na, da kann sich die Luftwaffe ja mal austoben. Müssen wir auf die Flak aufpassen. Warte auf Befehle. Ja, Kommandant. Wetten, in dem Haus sitzt einer drin? Ne, hier ist ein Panzerwagen. Boom. Wir werden siegen. Das hätte mich jetzt nicht gewundert. Schon dabei. Da ist keiner drin. Okay. Panzer hier. Faszinierend. Wir werden siegen. Ihre Befehle? Das habe ich anders erwartet. Warte auf Befehle. Und das hier sieht mal nach Verteidigung aus vom Russen. In Position. LKW einsatzbereit. Da sind auch schon Gräben, da ist bestimmt Pack dahinter. Eingegrabene Panzer. Bereit für den Vorstoß. Ja, komm mal, der geht in die Luft. Granatwerfer. Bum, bum, bum. Verstärkung ist eingetroffen. Mach mal die Gräben weg. So. Sie müssen die Brücke überqueren. Die Geschütze sind zerstört. Warte auf Befehle. Alles klar. Fliegeralarm, Jagdmaschinen. Ich dachte, wir haben die Lufthoheit. Was erzählt ihr mir denn jetzt hier? Hier. Sofort. Bereit für den Vorstoß. Okay. Schon dabei. Wie lauten die Befehle? Bereit für den Vorstoß. Machen wir uns mal bereit für den Angriff. Also, lad mal Infanterie auf die Panzer auf, dann sind die schneller beim Fahren. Hier ist überall Infanterie in den Wäldern, das ist echt, boah, viel Material, die Russen. Jawohl. Aha. Bereit. Alles klar, kann losgehen. Wollen wir mal schnell diese Brücke überqueren. Hier. Sind unterwegs. Gucken, was auf der anderen Seite ist. Ja, Panzerwagen hinter der Hecke. Direkter Treffer. Kampfbereit. Wir sind dabei. Kampfbereit. Wo werden wir gebraucht? Befehl bestätigt. Wie lauten die Befehle? Kampfbereit. So. Dann wollen wir mal. Was ist hier alles? Das interessiert mich jetzt. Ich weiß, ich wage mich jetzt einfach hier rein, aber... Ah, da kommt Infanterie. Russische Infanterie über den Acker gerannt. Die schicken wir hinterher. Alles super, bevor die Brücke vielleicht doch noch zerstört wird. Das wollen wir ja nicht. Dann die Panzer drehen mal hier ab. Da ist ein Granatwerfer. So, fahren wir mal hier durch das Hinterland. Bereit für den Vorstoß. Wir sind dabei. Da ist Infanterie. Warte in der Kirche. Wir haben sie alle erwischt. Panzer hier. Vorwärts. Alles klar. Was ist hier noch? Guck
gucken wir mal. Oh, ein KW-2. Ach du Scheiße. Oh. Au. Schnell, schnell, fahr, 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 fahr. Schießen ab. Das ist gefährlich. Sowas. Gut, dass wir so nah dran standen. So, trotzdem gucken wir, ob hier noch was ist. Nicht, dass ich meine ganzen Einheiten hier hinschicke und dann werden die von hinten angegriffen. Siehst du, das meine ich nämlich. Da ist noch ein Granatwerfer. Alles voll hier. Scheiße, da kommt ein KW-1 angefahren. Oh. Will nicht wetten, da kommen noch mehr Panzer. Wir müssen uns mal hier ein bisschen verteidigen. Würde mich nicht wundern. Kommt ein LKW. Laden wir die Infanterie aus. Jawohl, Kommandant. Jawohl. Panzer hier. So, wir greifen jetzt die Stellung von hinten an. Wird gemacht. Bombe haben wir keine mehr. Fallschirmjäger abwerfen? Weiß nicht, ob das was bringt. Wir haben keine Artillerie dabei, das ist echt asozial. Da sind sie! Nur ein toter Feind ist ein guter Feind. Wo werden wir gebraucht? Wird gemacht! Mache ich! Das Panzer abschießen. Abgeprallt. Nochmal. So. Noch ein Panzer. Auch abschießen. Flak abschießen. Oh, sind da viele Packs. Oh. Ihre Befehle? Erstatte Bericht. Verstanden. Erstatte Bericht. Auf, stürmt mal die Gräben. Oder nichts. Kampfbereit. Bestätigt. Wo werden wir gebraucht? Bereit für den Vorstoß. Schieß mal die Pack jetzt ab. Die Flak da. Panzer hier. Nervt. Befehl bestätigt. Genau platziert. So. Verteidigung an der Westbrücke ist zerschlagen. Mission beenden. Sehr gut. Nächstes Kapitel, ja. So, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.